Ja, hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Baldur's Gate 3. Ich habe jetzt lange keine Folge mehr. Ich habe euch ja erzählt gehabt, dass ich ein bisschen krank war. Das war doch ein bisschen schlimmer und ich war mit auch im Krankenhaus. Deswegen kam jetzt auch so lange nichts. Und dann hat mir jemand gesagt, dass meine Toneinstellungen kacke sind, habe ich also auch neu gemacht. Dann hat Baldur's Gate heute ein Update hier irgendwie reingehauen. Und irgendwie sind Tutorials jetzt wieder auf einmal an. Und alle Einstellungen waren verstellt. Keine Ahnung. Mal schauen, ob das jetzt noch irgendwie alles hier so funktioniert. Ich weiß auch gar nicht mehr, was wir machen wollten. Näheres Kopf brauchen wir, die Gnome aus der Gnüschmiede brauchen wir. Nachtlied. So, was haben wir denn? Guckt, hier haben wir schon die ganzen Tutorials, kommen jetzt alle wieder aufgeploppt. Obwohl wir sie eigentlich gar nicht mehr richtig brauchen. So, die Baumrinde können wir mal ins Lager senden. Wahrscheinlich werden wir damit auch... Ja, hier Reisetruhe, bla bla bla. Wahrscheinlich werden wir damit auch gar nicht arbeiten. So, Kettenhemd haben wir an. Kann man mit Salamis kämpfen übrigens. Ja, ja, anscheinend. So, Karlach haben wir mit am Start hier. Und ich glaube, wir hatten dem Zwerg geholfen. Und wir müssen jetzt ein paar Draugr töten. Obwohl, das hatten wir das nicht auch schon gemacht? Ich bin mir nicht mehr sicher. Kamera zentrieren, bla bla bla, jawohl. Also da hier der fette Typi weg ist, schätze ich mal, haben wir das auch schon gemacht. Mit dem gesprochen haben wir wahrscheinlich auch schon dann. You are one with Spore. Your throat tightens, then relaxes. The air is serene, your mind untroubled. The songs we sing now carry your spirit. I first named you Peace Bringer. I now name you Kin Spirit. That's about it. Ja, mal kurz was gucken. Habe ich das verkauft? Weil ich bin mir sicher, waren wir bei dem Baum schon gewesen? Ja, wenn wir die Rinde haben, waren wir da schon. Das heißt, da müsste ich auch was gefunden haben, was ich vielleicht jetzt im Unwissen verhökert habe. Ich muss jetzt mal gucken, ob die Hände das noch haben. Denn da gab es diesen Eissplitter. Und mit dem kann man eine Waffe craften. We'll be clearing out soon enough. You come across a noble stock mushroom about. You give it here. God, no, I've earned it. Genau, den hier, den Eiskristall. Den hätte ich gern wieder. Aber gut, können wir uns jetzt gerade nicht leisten. Yippie. Müssen wir ein bisschen was verticken. Erstmal hier das anmachen. So, dann verkaufen wir eine Kerze, wir verkaufen ein Wasser, das Gift können wir verkaufen. So, haben wir hier noch was, das wir verticken können, was ist das da? Das können wir auch verticken, das können wir eh nicht benutzen. Haben wir nochmal Gift. Öl. Brauchte das 468.
davon mal 9 Stück verkaufen. Komm, alles weg. Die behalten wir. So langsam. Ja, das reicht jetzt. Das war aber eine teure Sache. Ich das jetzt. So, die habe ich jetzt an. Okay, ja. Ja. Oh, who's Bibblebeck? 70 years of terror. For what? So, und dann gehen wir mal Karte, ja, prima. Hier zum zerstörten Turm. Wir gehen ja von hier aus lang. Ich war nämlich hier aus dem Fenster. Okay, Verbrechen. Why? So, weil der Typ gestorben ist. Naja, jetzt habe ich auch mein schützendes Band verloren. Naja. Hey, good looking. No one's stopping me. Ja, es geht mir immer ein bisschen um den Zeiger, immer, wenn man hier. Dass die sich immer hin und her krabbeln. So, und jetzt kommen wir jetzt nämlich hier in einen kleinen Fight rein. Ist jetzt natürlich blöd, dass ich jetzt hier das schützende Band verloren habe. Gerade jetzt. Aber wir müssen auch damit so auskommen, denke ich. Und die Schockwelle. Machen wir die mal an. Oder. Aber wir müssen den Hammer auch wieder wechseln beim nächsten Mal, wenn es mir geht. Irgendwie ist das nicht so geil, wie ich mir das gedacht habe. Prima. Super Start. Lauter versteinerte Elfen. Hallo. So, hier besteht jetzt die Kunst darin, also erstens zu überleben. Und das sieht hier schon ziemlich schwierig aus. Und zweitens, die Elfen werden jetzt nach und nach von denen niedergebracht. Und die haben auch Zeug bei sich. Das heißt, wir müssen den auch so lange am Leben lassen, dass dann hier die ganzen Elfen alle wiederbeleben können. Eigentlich haben die uns hier mit der Dunkelheit einen ziemlich guten Gefallen getan. So, gehen wir erstmal in Raserei. So,
dann können wir leider nicht mehr hüpfen, aber wir können hier den. Wir können Titan Neon. So, dann können wir noch eine Attacke machen. So, und dann sind wir schon hier durch. So, Carla. Du schmeißt mal ein Heilsding hier rein. Ah, das geht nicht wegen der Dunkelheit. Übel. Übel. Greift alle den Bär an. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, aber es war eine Idee. Let's turn someone inside out. Yeah. Du könntest ja eigentlich mal kurz hier raus. Und vielleicht töten wir den jetzt schon mal direkt. Ja. Damit ist die Dunkelheit weg. Und wir können nichts weitermachen. Das ist gelernt. So, jetzt kommt hier der nächste Elf. Wir müssen mal den Kahn noch angreifen. Nicht so geil, aber Nachteil. So, und dann hier, sie kann wieder was machen. Erstmal einen dicken Heiltrank reinziehen. So. Spirit Guardians kann ich nicht mehr machen. So, der kann sich erstmal nicht mehr bewegen. Dieser Bärform. Selbst wenn wir den Bär töten, geht Karlach danach wieder in ihre normale Form. So, der müsste hier sein. Zwei Leute sind noch über, also ich will den jetzt nicht killen, den Kerl. Wir schmeißen hier so ein großes Ding auf. So.
genügend Bewegungsrate. Swift as my feet can carry me. Wir schmeißen mal mit einem Pfeil auf ihn, kann man das machen? Nee, kann man nicht. Oder muss das mal mitschmeißen? Kerze. Helm. Lass uns erstmal dabei. So, Carla. So. Wehrform. Und schon haben wir wieder 39 Lebenspunkte. So, dann gehen wir mal hier rüber. Schafft die das überhaupt? Nein, schafft sie nicht. Der sollte nachher hier von den beiden ganz gut abgedeckt sein. Knees high. So. I miss this. So, der hat jetzt noch 8. Fehlschlag. Schade, schade. So. Schattenherz, komm, den kriegst du hin. Sehr gut. Das ist der nächste Elf. Kritischer Fehlschlag. So, du bist wieder halbwegs in Ordnung. Das heißt, du kannst jetzt mal hier Heiltrank auf Carla schmeißen. Ah, die heilt sich damit auch noch selber. Das ist einmal sehr gut. Und das ist der letzte. Das heißt, jetzt kann ich den Beobachter auch töten. Hintereinander. What the fuck? Angriffswurf 12 kritisch? Mit 12? Okay. Aber wahrscheinlich wird das hier so ein Typi ist, ne? Das hat wehgetan. Typi. Ich kann auch kritten.
So. Fehlschlag. Mal hier wieder scheiße gewürfelt. 6. Karlach ist hin. Fast nie. So, schmeißen. Eintrank auf sie. Warum ging das jetzt nicht? Hab ich daneben geschmissen? Sie wieder. Herzlich willkommen zurück in unser Leben. Weg ist er. So, Carla, aufheben. So, gelootet, gelootet, gelootet. So, da haben wir den eisigen Griff. Bonus von 11, das heißt, wir müssen eine 19 würfeln. Göttliche Fügung dazu tun. 18? Passt. Mindestens einen.
Sehr schön. Don't mind if I do. Someone's left a trap out for us. Wieder dasselbe wie eben. Gehen wir auch jetzt erstmal ins Lager. Da müssen ganz viele Zauberplätze wieder auffüllen, habe ich das gesehen. So. Keep it also. Quick. You wish to speak? It's had the whole region around Moonrise Towers in a chokehold of darkness and despair for years now. Those who remained are shadow-cursed. If you don't die at their hands, then you become one of them. We have to get to Moonrise. But the less time we spend in its blighted surrounds, the better. Yeah. Perhaps. But we'll need to get closer before I can put my theory into practice. Put it from your mind for now. Once we near the curse, then there will be more to be said. Precious little. But I'm quite certain it can still be found. Best get going. Have to keep going. So, jetzt haben wir ein Problem. Wir können den Typ hier, also wir können ihn mit einer Rolle vielleicht wieder beleben. Wo ist denn der? Da ist auf jeden Fall ganz viel Blut. Das ist übrigens auch neu hier, man kann sein Aussehen verändern. Jetzt. Wo? Ah, da steht er. Müssen wir kurz gucken. Na, reicht wohl nicht. Die Leiche liegt hier auch nirgendwo rum, ne? Also ich sehe sie zumindest nicht da. Hier hat er bestimmt gestanden. Weil hier das ganze Blut ist. Reisetruhe. Haben wir jetzt zwei Reisetruhen. Spannend. Okay, jetzt haben wir alles doppelt hier. Seltsame Kleidertruhe doppelt. Ich glaube, dieses Update hat ein bisschen was kaputt gemacht in diesem Spiel. Zwei Reisetruhen sind, glaube ich, nicht so gedacht gewesen. So, wir haben jetzt zu wenig Geld, um den Typen wieder zu beleben. Aber wir können ja trotzdem mal schauen, möchte irgendjemand quatschen? Sieht nicht danach aus. Vollständig erholen, ja. So, irgendwas hier. Schweinekopf ist jetzt so. Mal direkt mal verwenden hier irgendwas, was schwer ist. Die Salami.
Würstchen. Das ist noch irgendwas, was richtig schwer ist. Käse. Ah, Rast. Was ein ausgeglichenes Mal, ne? I promised I'd be back. Don't worry. I have things under control. For now. I see you've been using the powers the tadpole gives you. Good. But things haven't gone as you expected. You hoped a druid as powerful as Halsin might be able to remove your tadpole. But he couldn't. You're desperate to be rid of it. Understandable. But you're looking for solutions in the wrong places. Yes. Halsin is correct. Your parasite is unusual. It is wrapped in magic that prevents its removal. Until the source of the tadpole's magic is destroyed, any attempt to remove it will kill you. You are lucky that Halsin knew this. His instincts are right. The parasites are merely a symptom of a greater sickness in Faerun. Wie zerstöre ich denn die Quelle? I am not sure yet. To find the answers, we must first find the source. These parasites are more than a Lithid spawn. They are vessels for control. The infected hear the voice of the Absolute, and believe it to be a god. That is how the cult of the Absolute is spreading. The highest of their rank, the True Souls, carry a tadpole just like yours. It is how they receive their orders. It is what makes them obey. When the order to transform is given, it will not be a matter of days. They will be Mind Flayers in an instant. Were it not for my protection, so would you. Because I am just like you, and I need an ally. Just like you, I was infected with a Mind Flayer parasite. Just like you, I seek to be free of it. I've been trying to escape from this evil for a long time. Once, I almost succeeded. Now, through you, I've been given a new chance. You can go where I cannot, and I can protect you from that evil. If we work together, we may turn this around. Hells, they need me. I have to go. The power I used to protect you, I stole it from someone. They want it back. I will hold them off for as long as I can, but sooner or later I will be worn down. You must discover the source of the magic that controls the parasites before that happens. The cultists are gathering at Moonrise Towers. Use the powers your parasite gives you to convince them you Alles are one of dahin, them. Ne? And when you find the source of their magic, destroy it. Go. Our freedom depends on it. Na gut. Another visit from the Golden Paladin. It said we'll get the answers we need about the tadpole if we infiltrate the cult. It's a fair point. I just don't want to take a short-term boon. I want to win this whole thing. To finish off the cult. To get this tadpole out. To stay sane the whole time.
Ja, dann machen wir jetzt hier erstmal einen Cut und dann schauen wir beim nächsten Mal weiter. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken. Tschüss.